Yo, moin YouTube, mein Name ist Flati und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute beschäftigen wir uns mit dem Modus Stellung in Black Ops 3. Wenn ihr die folgenden Tipps und Tricks einhaltet, werdet ihr auf jeden Fall besser werden und eure Siegquote wird steigen. Also bleibt unbedingt bis zum Ende des Videos dabei, um keinen Tipp zu verpassen. Im Hintergrund seht ihr ein von mir erspieltes 58-15 im Modus Stellung auf der Map Combine. Das Gegnerteam wird in dem Spiel ordentlich auseinandergenommen. Wenn ihr wirklich was in dem Modus Hardpoint reißen wollt, müsst ihr in einem Team mit mindestens zwei anderen Freunden spielen, da man sich bei Stellung ziemlich genau absprechen muss. Ganz wichtig ist es schon vor dem Spiel festzulegen, wer welche Abschussserien einpackt. Dabei muss man die Killstreaks in zwei Kategorien einteilen. Einmal die passiven Killstreaks, das sind die Streaks, die das Team unterstützen sollen, ohne Kills zu machen. Darunter zählen die Drohne, die Konterdrohne, der Wächter, der Hater und der Energiekern. Und auf der anderen Seite die aktiven Killstreaks. Das sind die Streaks, die darauf ausgelegt sind, Kills zu machen. Darunter zählen die Schwebeladung, der Dart, der Blitzschlag, die Hellstorm, das verstärkte Geschütz, der Cerberus, Donnergrollen, die Tellen, der Geist, die Raps, die KR-Einheit und das Mutterschiff. Ihr solltet in eurem Team immer mindestens einen dabei haben, der euch während des Spiels so oft wie möglich mit Drohnen versorgt. Gleichzeitig ist es wichtig, das gegnerische Radar immer wieder mit einer Konterdrohne zu blockieren. Wenn ihr jemanden dabei habt, der es schafft, den Hater zu erreichen, dann empfiehlt es sich natürlich auch, den Hater einzupacken. Außerdem ist es empfehlenswert, den Wächter und das versteckte Geschütz auszurüsten. Mit den beiden Killstreaks könnt ihr eure Stellung besser gegen die Gegner abschirmen. Denkt daran, die Streaks immer wieder mit zur nächsten Stellung zu nehmen und lasst sie nicht einfach nur an ihrer Ausgangsposition stehen. Als aktive Killstreak ist vor allem der Cerberus gut für Stellung geeignet. Er bewegt sich von alleine über die Map und drängt die Gegner sehr gut aus der Stellung aus. Ein kleiner Geheimtipp für den Modus Stellung ist die Schwebeladung. Die meisten Spieler verzichten auf die Schwebeladung, da sie in den anderen Spielmodi meistens nur einen Kill erzielt. Hier könnt ihr mit der Schwebeladung aber ganz einfach in die feindliche Stellung reinfahren und mit hoher Wahrscheinlichkeit erwischt ihr mehr als einen Gegner. Zusammengefasst lässt sich zu den Killstreaks sagen, dass man eher niedrig angesetzte Streaks mitnehmen sollte, da man diese umso öfter raushauen kann. Bei den Spezialisten empfehle ich euch die Schwerkraftstäbe, den Sichtpuls, die Kriegsmaschine, den Schwarm und den Flammenwerfer. Warum? Ganz einfach. Die Schwerkraftstäbe, die Kriegsmaschine und der Flammenwerfer machen sehr guten Flächenschaden. Ihr könnt mit diesen Waffen richtig gut die Stellung angreifen und mit ein bisschen Glück holt ihr das gesamte gegnerische Team aus der Stellung. Den Sichtpuls empfehle ich euch, falls ihr das Spiel ein bisschen defensiver angehen wollt. Ihr könnt mit dem Sichtpuls abchecken, wo sich die Gegner in der Stellung befinden und dann taktisch klug angreifen. Und mit dem Schwarm könnt ihr eure Stellung verminen und die ersten Angreifer abwehren. Kommen wir nun zu den Extras. Als Perk 1 empfehle ich euch den sechsten Sinn, um einfach eine bessere Übersicht zu haben, von wo die Gegner kommen, und die kugelsichere Weste, um besser vor Explosionen geschützt zu sein, da in Stellung viel mit Granaten rumgeworfen wird. Als zweites Extra nehme ich gerne fest verdrahtet mit, um nicht unnötig durch eine Stolperfalle drauf zu gehen. Und als drittes Extra empfehle ich euch die Taktikmaske, um zu vermeiden, dass ihr aufgrund einer Blend- oder Erschütterungsgranate einen Tod kassiert. Zur Waffenwahl kann ich sagen, dass es keinen wirklichen Unterschied macht, mit welcher Waffe ihr zockt. Ich würde aber sagen, dass es keinen wirklichen Sinn macht, mit einer Sniper im Modus Stellung rumzulaufen. Ich spiele meistens mit einer Maschinenpistole wie der Vespa, um besser in die Stellung reinzurushen. Ich blende euch jetzt mal eine Beispielklasse ein. Wie ihr seht, habe ich in der Klasse das Trophy-System dabei. Man sollte das Trophy-System immer in die eigenen Stellungen werfen, da es euch vor feindlichen Granaten schützt. Letztlich gibt es noch einige Sachen, die man während des Spiels unbedingt beachten sollte. Zunächst ist es wichtig, dass ihr euch mit eurem Team ganz genau absprecht. Wer geht wo lang, wer positioniert sich wo in der Stellung, wer haut welche Killstreak wann raus und so weiter. Desto mehr ihr euch mit eurem Team absprecht, desto weniger unnötige Fehler entstehen während des Spiels. Zudem solltet ihr es vermeiden, alleine in die feindliche Stellung reinzulaufen. Sonst passiert ganz schnell sowas, sowas oder sowas hier. Und am wichtigsten ist es, die Rotation der Stellung auswendig zu lernen. Ihr müsst wissen, wo die nächste Stellung spawnt, um diese schnellstmöglich einzunehmen. Es sollte immer einer aus eurem Team an der neuen Stellung bereitstehen, um diese direkt einzunehmen, nachdem sie rotiert ist. Alles klar. Das waren meine Tipps für den Modus Hardpoint. Ich hoffe, die Tipps helfen euch weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es mir doch mit einem Daumen nach oben. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein.